Hallo und willkommen zu Draufsicht, dem Millenniumsmagazin. Wie jede Woche wollen wir euch auch in der heutigen Sendung eines der 8 Jahrtausend-Entwicklungsziele vorstellen. Eine globale Partnerschaft für Entwicklung soll helfen, die Welt ein wenig gerechter zu machen. Das besagt das 8. Millenniumsziel. Die Länder im Norden sollen also mit denen im Süden kooperieren, damit die Armen auch endlich von der Globalisierung profitieren können. Ein Beispiel aus der Wirtschaft zeigt, wie stark die Industriestaaten selbst an der Aufrechterhaltung ungleicher Verteilungsmechanismen beteiligt sind. Vom Ladenpreis eines Sportschuhs gehen nur 0,4% an den Näher. Du kaufst mehr, als du denkst. In der Tat, kaum zu glauben, aber das ist der Verteilungsmechanismus in der global produzierenden Industrie. Zur Veranschaulichung eine Grafik. Bei unserem Beispiel, dem produzierten Sportschuh, erreichen gerade einmal 0,4% der Nähe, der aber das eigentliche Gros der Arbeit beiträgt. Bei einem Verkaufspreis von 100 Euro sind das gerade einmal 40 Cent. Der Löwenanteil am Verkaufspreis verbleibt bei den Zwischenhändlern. Bei Geld hört die Freundschaft auf, sagt ein Sprichwort. Und das ist wohl auch in der internationalen Gemeinschaft so. Ein gerechtes und nicht diskriminierendes globales Finanzsystem fordert das 8. Millenniumsziel. Das soll armen Regionen wie den Afrika, Karibik und Pazifik, kurz AKP-Staaten, zugutekommen. Die Europäische Union verhandelt mit 79 AKP-Staaten über neue Wirtschaftsabkommen. Ob diese Abkommen dazu beitragen, das 8. Millenniumsziel, also eine größere globale Zusammenarbeit, zu erreichen? Dazu ein Interview mit David Hachfeld. Oft sichert in vielen Ländern Afrikas der Anbau von Mais, Bananen oder Weizen das Überleben. Entscheidet, ob die Ernährung der eigenen Familie gesichert werden kann, ob die Kinder die Schule besuchen können. Die EU will mit 79 Ländern Afrikas, der Karibik und des Pazifiks, den sogenannten AKP-Staaten, neue Handelsabkommen abschließen. Die Economic Partnership Agreements, kurz EPAs, beinhalten die gegenseitige Öffnung der Märkte. Die AKP-Staaten müssten ihre Märkte für europäische Produkte, Dienstleistungen und Investitionen öffnen, auch für Agrarprodukte aus Europa. David Hachfeld von der entwicklungspolitischen Organisation Oxfam engagiert sich in der Stop-EPA-Kampagne. Die Stop-EPA-Kampagne ist zuerst eine globale Kampagne. Das heißt, wir arbeiten zwar vor allem in Deutschland und Europa dazu, letztendlich sind wir aber Teil einer globalen Kampagne. 2004 haben afrikanische Nichtregierungsorganisation diese Kampagne ausgerufen und weltweit um Unterstützung gebeten. Deswegen machen wir mit bei dieser Kampagne. Seit 2004 sind immer mehr Organisationen hinzugekommen. Das sind ganz unterschiedliche. Das können Kleinbauernverbände aus dem westlichen Afrika sein. Das kann eine professionelle NGO aus dem Norden sein. Das kann eine soziale Bewegung sein, wie zum Beispiel ATTAC eine soziale Bewegung ist. Es können einzelne Personen sein. Es sind teilweise in Ländern des Südens Gewerkschaften. Teilweise sind auch Unternehmensverbände dabei. Also in einigen afrikanischen Ländern gibt es Verbände von kleinen Produzenten und kleinen Händlern, die diese Kampagne unterstützen, weil sie eben auch das Nachsehen hätten. Während die EU die EPAs als Instrument wirtschaftlicher Entwicklung sieht und die entwicklungspolitische Bedeutung betont, lehnen die AKP-Länder die Verträge überwiegend ab. Die Gegensätze scheinen unüberbrückbar. Die Verhandlungen dauern bereits Jahre. Der Hauptkritikpunkt ist relativ einfach. Ein Freihandelsabkommen, wenn es keine entsprechenden Schutzklauseln hat, führt schlichtweg dazu, dass die stärkeren wirtschaftlichen Akteure, sprich große Unternehmen, im Vorteil sind, weil sie einfach einen größeren Markt erhalten und schwache Akteure vom Markt verdrängen. Genau das würde passieren, wenn die EPAs so in Kraft treten. Kleinere Produzenten, zum Beispiel Kleinbauern in Entwicklungsländern, würden ihre Märkte verlieren. Ein Drittel der Länder haben dennoch Abkommen mit der EU geschlossen. Manchmal ist es die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also wenn man keine Option hat, wenn man praktisch für die wenigen Produkte, die ein Land exportiert,
den Marktzugang zur Europäischen Union verlieren würde, wenn man kein solches Abkommen abschließen würde, dann schließt man eventuell eben auch ein solches Abkommen ab, um für bestimmte Teile der eigenen Wirtschaft, also die exportorientierte Bananenwirtschaft zum Beispiel, um für die einen Vorteil zu haben, und nimmt letztendlich auch in Kauf, dass andere Teile der Bevölkerung einen Nachteil haben. EPAs würden die Zölle für Importe aus Europa drastisch verringern. Die AKP-Länder hätten große steuerliche Einbußen. Noch junge, sensible Industrien könnten nicht mehr geschützt werden. Setzt sich die EU durch, droht den AKP-Ländern eine Überschwemmung ihrer einheimischen Märkte mit Produkten aus Europa. Folge wäre der Verlust von Millionen von Arbeitsplätzen. Kleinbauern wären in ihrer Lebensgrundlage bedroht. Die genauen Auswirkungen der EPAs kann man noch nicht einem Realitätstest unterziehen. Was man aber sich anschauen kann, das sind die Auswirkungen von anderen Freihandelsabkommen oder anderen Politiken, die Länder dazu gezwungen haben, ihre Märkte zu öffnen, die Entwicklungsländer dazu gezwungen haben, ihre Märkte zu öffnen. Und da sieht man sehr deutlich, dass immer wenn das geschehen ist, bestimmte Teile der Bevölkerung massiv unter Druck geraten sind. Also bekannte Beispiele sind beispielsweise die Geflügelindustrie in Westafrika oder Tomatenbauern in Ghana, die einfach, als es zu Marktöffnungen kam, ihre Existenzgrundlage verloren haben. Als Partnerschaftsabkommen erheben die EPAs den Anspruch, zum Aufbau einer globalen Partnerschaft beizutragen. Können die EPAs die Erreichung des MDG 8 unterstützen? Wenn die EPAs so in Kraft treten, wie sie derzeit auf dem Papier stehen, dann würden die EPAs dem MDG 8 einen Bärendienst erweisen. MDG 8 soll ja eigentlich eine Partnerschaft zwischen den Entwicklungsländern und reichen Ländern erreichen. Bei den EPAs ist es so, dass das Wort Partnerschaft einfach nur im Titel auftaucht. Wirtschaft-Partnerschaftsabkommen. Von Partnerschaft in der Praxis allerdings nicht viel übrig bleibt, weil letztendlich die Europäische Union einfach ihre Interessen gegenüber den Entwicklungsländern gnadenlos durchsetzt. Zu einem positiven Ergebnis würden diese EPAs kommen, wenn die Europäische Union tatsächlich bereit wäre, auf die Interessen oder auf die Forderungen von Entwicklungsländern in den Verhandlungen einzugehen. Das ist sie derzeit nicht. Die Meinungen über die Wirtschaftsabkommen gehen weit auseinander. Während sich die Wirtschaftselite in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum trifft, zeigen die Kritiker ihren Unmut auf den Weltsozialforen. Die Stopp-EPA-Kampagne ist dabei nur eines ihrer Themen. Der Handel mit Finanzen zum Beispiel steht weit oben auf der Liste hitziger Debatten. Mit höheren Transaktionskosten für den technischen und spekulativen Handel mit Derivaten, also sogenannten Termingeschäften, schickt sich die Finanztransaktionssteuer an, eine Marktregulierung und Stabilisierung für die Finanzmärkte zu erreichen. Welche Bedeutung eine Steuer für börsliche und außerbörsliche Finanztransaktionen mit sich bringt, darüber mehr im nächsten Beitrag. Was ist der Zusammenhang zwischen den Finanzmärkten und der Wirtschaftskrise? Was ist die Finanztransaktionssteuer? Wie kann sie die Spekulation eindämmen? Die meisten denken, dass die Welt der Finanz eine Spezialistensache ist. Wir sind aber alle stark davon betroffen. Ich mache mich auf den Weg, um mehr zu diesem komplexen Thema zu erfahren. Heute ist das Kampagnenbündnis Steuer gegen Armut eine Aktion bei der Berlinale Filmfestspiele angekündigt. 80 Organisationen haben sich zusammengeschlossen, um die Einführung einer Steuer gegen Armut zu fordern. Was ist eigentlich die Finanztransaktionssteuer? Ein Robin Hood sagt uns mehr zum Thema. Das ist eine Finanztransaktionssteuer, also eine Steuer auf Spekulationsgeschäfte an den Finanzmärkten. Jeder Handel mit Finanzprodukten an den Finanzmärkten, ob mit Aktien oder Derivaten oder Anleihen, wird mit einer kleinen Steuer besteuert, etwa 0,05%. Das heißt, diejenigen, die professionell damit handeln und im Sekunden-, Minuten- oder Stundentakt eben auch an den Finanzmärkten aktiv sind, werden jedes Mal mit der Steuer belastet und dadurch können insgesamt große Beträge zusammenkommen. Durch diese mit Humor inszenierte Aktion bei der Berlinale wollen die Kampagnenmitglieder erreichen, dass die Finanztransaktionssteuer in der Öffentlichkeit bekannter wird. Aber warum diese Robin Hood-Kostüme? Ja, Robin Hood ist ja bekannt dafür, dass er den Reichen genommen und den Armen gegeben hat. Wir wollen mit einer Steuer auf Finanztransaktionen eben denjenigen, die an den Finanzmärkten viel spekulieren, Geld nehmen und es für weltweite Armutsbekämpfung, Entwicklung und Umwelt- und Klimaschutz ausgeben. Die Wirtschaftskrise hat viel Geld gekostet und viele Länder haben sich stark verschuldet, vor allem Entwicklungsländer.
Außerdem hat sie gezeigt, wie unverantwortlich und individualistisch die Finanzakteure agieren. Es ist jetzt Zeit, dass sie auch dazu beitragen, die Kosten der Krise zu finanzieren. Worum geht es eigentlich? Ich habe einen Experte von der Kampagne befragt. Es ist im Grunde so wie eine Umsatzsteuer, so wie jeder, der einen Pfund Butter oder ein Stück Brot kauft, darauf eine Mehrwertsteuer zahlen muss. So muss jeder, der eine Aktie kauft oder verkauft oder ein Derivat oder Devisen kauft, darauf eine Steuer bezahlen. Und die wird dann automatisch abgebucht und zu den Finanzbehörden des betreffenden Landes geleitet. Nun, was soll genau mit dem Finanztransaktionssteuergeld passieren? Das Geld soll im Wesentlichen in zwei Quellen gehen. Zum einen sollen damit Aufgaben der Umwelt- und Entwicklungsfinanzierung bestritten werden. Entwicklungshilfe, die Erzielung der Erreichung der Millennium Development Goals zum Beispiel, kann damit unterstützt werden. Oder Klimafinanzierung, Klimaschutzfinanzierung. Und der zweite Teil soll dazu verwendet werden, die Staatsverschuldung, die durch die Finanzkrise entstanden ist, abzubauen. Viele Länder wollen nicht mitmachen. Die Finanzakteure können doch versuchen, sich der Steuer zu entziehen und abwandern. Wie sieht die politische Situation in Deutschland aus? In Deutschland sieht es im Augenblick relativ günstig aus, weil die Bundesregierung beschlossen hat, eine solche Steuer einzuführen. Sie hat sie sogar bereits in den Bundeshaushalt für 2012 eingestellt. 2 Milliarden Euro als Einnahme. Und sie versucht aber zunächst einmal, das auf europäischer Ebene oder zumindest in der Eurozone mit Partnern durchzukriegen. Informell gibt es bereits Überlegungen und Initiativen, dass, wenn die Steuer durchkommt, dass man zumindest einen Teil für Umwelt und Entwicklung zur Verfügung stellt. Ziel ist nicht nur mehr Stabilität auf den Finanzmärkten zu schaffen, sondern auch Mittel für die Armutsbekämpfung und den Umweltschutz sicherzustellen. Die Organisationen von Steuer gegen Armut machen weiter Druck, unter anderem durch öffentliche Aufrufe und Unterschriftensammlungen, um ihr Ziel zu erreichen. Mit einer Finanztransaktionssteuer könnten zahlreiche Probleme wie die globale Armutsbekämpfung oder die soziale Sicherung gelöst werden. Das war die letzte Sendung von Draufsicht, dem Millenniumsmagazin. Aber Draufsicht bleibt auf Sendung. In der kommenden Staffel werden wir den Fokus neu ausrichten. Wenn ihr wollt. Bis dahin.